Grüß euch. Passend zum angenehmen Sonnenschein heute, weil jetzt hat es wirklich 2 Wochen, glaube ich, ziemlich geregnet und am Wochenende richtig massiv den Regen runtergehauen, was ja super ist für die Vegetation. Aber eben passend zur Sonne habe ich mir heute richtige Sonnenkinder ausgesucht, die ich euch vorstellen möchte. Gleich vorweg, um wieder ja, die Spannung ins Unermessliche zu steigern. Es geht um Pflanzen. Ihr könnt es schon fühlen, glaube ich, die für Wildbienen besonders wichtig sind, wirklich herausragend wichtig. Gerne in die gleiche Klasse wie der Natternkopf, also es geht nicht um den Natternkopf, aber die könnt ihr euch irgendwo so ein bisschen vielleicht zusammenmerken. Natternkopf, Fragezeichen, um was es geht, Weiden zum Beispiel, die waren so ganz, ganz herausragend wichtig. Einerseits für viele gefährdete Wildbienen, die recht, ich sage jetzt einmal, spezialisiert sind, ohne ins Detail zu gehen, aber auch für Gefährdete, die nicht spezialisiert sind. Aber nebenbei auch eine wunderbare Gartenpflanze. Jetzt legen wir los. Ich muss ja selber zugeben, ich bin erst relativ spät auf den Geschmack gekommen, Glockenblumen zu setzen. Sträflicherweise, ich stehe dazu, großer Fehler, aber ich habe mittlerweile, die Kosi sagt, ich neige gern zur Übertreibung, aber ich habe hunderte Glockenblumen gesetzt, ungelogen. Ich glaube, die Kosi weiß das viel noch nicht. Hallo, Kosi. Da habe ich einen Haufen reingesetzt dazwischen, die ganzen Gräser. Wird sehr cool werden, freue mich schon. Glockenblumen, weiß ich nicht, sind immer ein bisschen unterschätzt. Wie gesagt, eine ganz hohe Wichtigkeit für sehr viele Wildbienen, aber auch die normalen Hummeln gehen es irrsinnig gern an. Auch unsere Honigbiene natürlich. Da kann man sie wirklich hinsetzen und sie kommen das jetzt im Schatten. Deswegen spült sie da nicht so viel ab. Ich beginne mit der vielleicht gar nicht so unbedingt viel bekannten Campanula glomerata, nennt sie da. Die knollblättrige oder Büschelglockenblume, glaube ich, heißt es auch. Die ist insofern ganz nett. Erstens saat sie sich ganz gut aus. Das heißt, man kann schon sagen, reichliche Selbstaussaat, wenn der Boden passt. Und sie macht so kleine, man sieht es eh da, sie tut sie mit Ausläufern, so mit der Zeit, ein bisschen nach vorschieben. Ich war natürlich da sehr gemein, denn im Bestimmungsbuch kann man ja lesen, Kalkmagerrasen. Also bekommt sie den mega, mega Kalkmagerrasen bei mir. Aber wenn man sieht, und da ist richtig knochentrocken, sie hat kein Problem damit. Also war was, wenn es trockene Stellen habt, funktioniert im Beet genauso. Das Beeindruckende, ich freue mich wirklich jedes Jahr, wenn es kommt, ist diese blaue Blüte, die einfach eine unglaubliche Fernwirkung für uns großen Säugetiere, aber auch für unsere Wildbienen hat. Zugegebenermaßen vielleicht ein bisschen eine schräge Kombi, passt eigentlich alles gut zusammen. Da kommen die Prachtnelken schon langsam, nebenbei die Büschelnelken. Im Hintergrund, natürlich von mir nicht gesetzt, ist angeflogen eine Eselsdistel. Ich meine, wenn das die Natur nicht gut hinbekommen hat, diesen Kontrast, die Gestalter wollen doch immer Kontraste und die Maler, da habt ihr einen guten Kontrast und auf die stehen die Insekten wirklich. Da, man sieht eh, da tut sie sich schon ein bisschen schwer, weil da ist wirklich, glaube ich, nur mehr Schutt unten drinnen. Aber man soll auch Pflanzen wie den Menschen manchmal ans Limit führen. Gerade das mögen dann die Tiere oft besonders gern. Aber ich finde, sie macht es eben in so Schotterflächen sehr gut. War vielleicht eine Idee für sterile Hauszufahrten. Und sie versammt sie mit der Zeit recht angenehm und ist halt durch diese kugelige Blüte einfach ein lässiges Teil. Übrigens auch, alle Glockenblumen sind super Schnittblumen. Wenn man genug hat, man sollte davon genug haben, kann man es doch auch mal gern in eine Vase eingeben. Oder seiner lieben Gattin schenken. Oder Freundin. Oder Geliebten, wie auch immer. Weiß ich nicht, wie es bei euch ist. Natürlich gibt es die im Shop, muss ich das erwähnen. Glücklicherweise. Die ist oft nämlich gar nicht so leicht zum Kriegen. Es kriegt es normalerweise in gut sortierten Gärtnereien auch einige Sorten. Könnt ihr eigentlich alle gern kaufen, sind genauso gartenwürdig. Also ich muss jetzt, oder insektenwürdig möchte ich sagen, man muss vielleicht nicht unbedingt die Wildform haben, aber ich würde mich freuen, wenn man sie hat. Aber wie gesagt, Sorten ist jetzt in dem Fall
um nichts schlechter, blühen eigentlich schon recht bald. Was auch vielleicht noch, weiß mir gerade einfällt, weil ich so an meiner Gartengrenze sitze, die Glockenblumen brauchen ja kein Visum, keinen Reisepass und sind trotzdem unfassbar weit verbreitet, auch für bis südliches Schweden. Deshalb darf sie bei mir wachsen im nordischen Garten, ja, sonst hätte sie große Probleme. Nein, Blödsinn. Aber ist natürlich schön, wenn man das weiß. Aber so bis Mittelitalien, habe ich nachgelesen, gebe ich zu. Aber dann also Richtung Osten, ich glaube sogar bis Iran, Mongolei, also ihr seht, die hat ein riesen Verbreitungsgebiet, ist verhältnismäßig häufig. Nur an so Wegesrändern, Gebüschränder, sollte man es eigentlich finden? Ich finde es nicht oft, also ganz selten, das ist sicher. Jetzt schauen wir sie eine prächtige an, weil es einfach so hoch wird. Viele von euch, bin ich mir sicher, kennen es, haben es im Garten, ist eine heimische Pflanzen. Man kriegt auch ein paar Sorten im Handel. Auch die Sorten, muss man sagen, sind alle nicht schlecht, außer ihr habt wirklich irgendeine gefüllt blühende, dann Finger weg, weil das bringt unserer Biene, unserer Hummel nichts. Aber ist doch ein Wahnsinn. Obwohl es schattig ist, sind schon wieder die Bienen oben, auch die Honigbienen mögen es sehr gern. Die kreicht sich da richtig ein, damit sie den Nektar erwischt. Schaut euch das an, wie sie sich reinhaut. Ich muss sagen, es ist eigentlich ein Witz, dass ich einen Honig zahlen muss bei meinem Imker. Nein, ich zahle ihn sehr gerne natürlich. Sein Spitzenhonig bei uns herum. Das da, vielleicht. Jetzt habe ich vergessen, ich wollte mit euch ein Ratespiel machen. Aber jetzt machen wir es da, das Ratespiel. Ein wirklich lustiges Spiel. Was ist dieses Blatt oder an was erinnert es euch? Sehklar, Pfirsichblatt. Wird jeder jetzt sofort herausbrüllen. Das ist die pfirsichblättrige Glockenblume, Campanula persicifolia. Und ja, okay, wenn man es weiß, kann man natürlich sagen, das Blatt schaut aus wie vom Pfirsich. Es ist ähnlich, es ist länglich. Was halt der Wahnsinn ist, wie super diese Teile da stehen. Eine Wahnsinnsfernwirkung für uns Menschen, aber natürlich ein unglaublicher Anziehungsmagnet für die verschiedensten Bienen, wie der Wildbienen, sehr wichtig. Man beobachtet bei der sehr gern auch die größte europäische Wildbiene. Ja, es ist die blau-schwarze Holzbiene, es wisst ihr es natürlich, oder die meisten wahrscheinlich. Aber generell, da ist richtig was los. Aber eben, was Glockenblumen generell so wertvoll macht, dass eben für so ein breites Spektrum an gefährdeten Wildbienen auch interessant sind. Bei uns sind jetzt einmal nur die Honigbienen da. Vielleicht tut sie oben mehr, da habe ich auch einige gesetzt. Und ich schäme mich, dass ich so spät erst Glockenblumen gesetzt habe. Ein bisschen. Aber ich habe aufgeholt. Guter, sehr guter Kritikpunkt von meiner immer aufmerksamen Regie. Man sollte doch erwähnen, dass das nur drei Pflanzen sind. Das sind drei Stück. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ich habe es voriges Jahr entweder im Frühjahr gesetzt oder im Jahr davor im Herbst. Aber ich glaube eher sogar, dass ich es voriges Jahr im Frühjahr gesetzt habe. Voriges Jahr war nicht großartig was los. Sie hat schon blüht, war viel kleiner. Es war ja extrem trocken. Aber heuer haben wir einfach so viel Feuchtigkeit. Ich werde noch einen ganzen Schwung umsetzen. Das ist mein nächstes Projekt. Da setze ich noch einmal 20 Stückchen um von denen. Das ist ein Traum. Eben sollte man wieder schauen, Massentracht, also nicht nur eine, sondern wirklich immer schauen, dass ihr ein paar habt. Und das Schöne ist, sie sehen sich eigentlich, Glockenblumen generell, ganz gut aus. Also von dem her, wenn sie es lasst, dann werden das mit der Zeit immer mehr. Ich muss dir schnell was zeigen. Mensch, der übertreibt doch immer. Das nervt so, weil der übertreibt die ganze Zeit. Es hat wirklich viel geringt. Der Kühe steht da zwei Tage und ist voll. Das ist ein Wahnsinn. Ja, es hat einmal gut geringt. Schauen wir mal, wie lange es aushält. Aber um das geht es ja nicht, sondern es geht um das. Da haben wir es wieder. Wichtig. Da sieht man es eh ganz schön, sie ist in der Sonne. Sie mögen es schon wirklich gern sonnig. Also alle Glockenblumen sind Sonnenanbeter. Ich habe zwar
ein paar, also ein bisschen. Es gibt welche, die halten es auch ganz gut im Halbschatten aus, aber die meisten wollen es doch eher sonnig. Die Pfirsichblättrige auf jeden Fall und die Kugel, die Büschelglockenblume. Aber da entwickeln sie sich einfach schöner, da blühen sie reicher. Eine habe ich ums Eck ein bisschen probiert, einmal schattig, geht auch, aber blüht halt viel weniger. Jetzt hat es der Regen ein bisschen zusammengehauen. Da oben, die muss ich euch noch zeigen, die sind echt ein Wahnsinn. Also schon langsam, muss ich sagen, ist der Zugang zum Komposter mäßig praktisch. Übrigens, wenn es interessiert, diese schönen Gräser hier, natürlich ein heimisches Gras, die Rasenschmiele, die Champsia. Und, jetzt störe ich eh schon die Bienen. Ja, da ist was los. Da spült sie sich an. Das ist schon cool. Die sitzen da erst das zweite Jahr, unvorstellbar. Wie super, ja, da ist ein Riesenhummel. Vielleicht tut es uns den Gefallen und kommt rauf. Aber das ist richtig eine Freude. Und da, das ist eher so wiesenartig sein. Ich werde da wahrscheinlich überhaupt nur im Herbst mähen. Da ist der Reinfahren nebenbei, wenn es wen interessiert. Aber es ist ja, es erfreut natürlich auch uns Menschen, so eine prächtige Pflanze. Ja, die sind einen guten Meter hoch geworden. Der Regen, schau. Keine kleine Hummel nicht. Da. Aber irgendwie ist es ein bisschen benommen, gell? So viel geregnet hat wahrscheinlich. Ja, das ist halt da so ein Spitzaufer, ein wildes Eck. Aber bei mir sind alle Ecken wild. Aber nein, es ist eine Freude. Sie sind zwar oft vielleicht nicht die langlebigsten, diese Pfirsichblättrigen. Wobei, ja, weiß ich nicht. Wenn der Platz passt, halten schon lang durch. Aber sie sehen sich eben sehr gut aus. Also es kriegt eigentlich reichlich Samen davon. Hinter mir übrigens, ich werde ihn ein bisschen später porträtieren. Ihr dürft raten, was es ist. Ich sag's nicht. Diese Teile da. Und was auch lustig ist, darfst du gleich noch einmal raten. Heuer wird dieses Ding, das ihr erraten dürft, von diesem gelben Ding erobert, das ihr erraten dürft. Und sind beides spitzen Insektenpflanzen. Da kommt die Blüte, da ist vielleicht schon eindeutiger, aber gibt es eben zwei Geschlechter, wir hatten es schon mal. Also Hardcore-Zuseher wissen es sofort. Ja, sind schön, die Glockenblumen. Eine zeige ich euch noch. Jetzt ist mir noch eine eingefallen. Ich habe viele verschiedene, aber ich zeige euch noch eine. Ah ja, das wollte ich noch sagen, sonst vergesse ich es. Die Glockenblume, die Glockenblumen, die ich euch heute zeige, die könnt ihr alle ganz gut in größere Töpfe ersetzen. Also auch auf dem Balkon, auf einer Terrasse, kein Problem, in ein großes Schaffel. Es ist nicht sehr praktisch hier, ich gebe es zu. Aber nur weil es vielleicht interessant ist, wir haben das auch schon mal gehabt bei der Bergwanderung. Das ist die ährige Teufelskralle. Das ist ein Glockenblumengewächs. Schaut zwar nicht so aus, aber ist so. Vom Laub her kann man es vielleicht ein bisschen erkennen. Und hier ein schönes Highlight. Nur kurz ins Bild nehmen. 2 Sekunden. Ja, eine wunderbare Türkenbundlilie. Krautreiche Laubwälder, so wie es auch die ährige Teufelskralle mag. Da herum lassen wir es krautreich. Ich hatte gerade ein sehr schönes Erlebnis. Jetzt sind gerade 4 Stieglitz weg, diese Distelfinken. Die futtern da die Samen von den Knauzien. Die habe ich heuer schon ein paar Mal im Garten gehabt. Ich glaube, dass 2 sogar noch in die Birken sitzen und sich jetzt ruhig verhalten und darauf warten, dass wir sie da wieder verpissen, damit sie da erobendessen genießen können. Ein bisschen müssen sie noch warten. Na, taugt mir voll. Wunderschöner Vogel. Unglaublich schöner Vogel. Das ist eine meiner absoluten Favoriten. Nein, ich mag's alle.
Stimmt nicht. Ich mag sie wirklich alle. Die ist im Garten manchmal für manche zu heftig wild. Das ist die Ackerglockenblume, Campanula rapunculoides. Die hat sehr einseitig orientierte Blüten. Seht ihr, das tut sich alles auf einer Seite, so kann man die ganz gut erkennen. Und hat wirklich einen ganz gehörigen Ausbreitungsdrang über die Wurzelausläufer. Da kannst du das nicht so richtig verwirklichen, weil der Boden dort dermaßen trocken ist, dass zwei oder drei Jahre nur ums Überleben gekämpft hat. Aber ihr seht, die halten eben solche Extremstandorte aus. Glockenblumen, so schön und fragil sie aussehen, so robust sind sie, wie auch unsere Frauen. Es ist so. Muss einfach gesagt werden. Und man sieht sehr, was da los ist, in Kombi mit dem Natternkopf. Herrliche Geschöpfe in Kombination. Sie wird momentan ein bisschen, muss ich sagen, es ist ein Raudi, die Skabiosenflockenblume. Die bedrängt es momentan ein bisschen, aber das ist der Wurscht, die wuchert da. Bin mir sicher, in 10, 15 Jahren, wenn wir hier wieder sitzen auf diesem Plätzchen, dann hat die den ganzen Bereich da, glaube ich, in Besitz genommen, die Ackerglockenblume. Jetzt könnt ihr es googeln. Ich glaube, man sagt Apophyt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Fremdwörter benutze ich oft, um einfach gebildet darüber zu kommen. Vor ungefähr 7000 Jahren, als der Mensch sich antrug, in Europa Wälder umzubracken, um schöne Lichtungen zu schaffen, zwecks Ackerbau, hat sich da diese Glockenblume dann gedacht, hey, auf dem Acker ist ja viel mehr Sonne wie im Wald. Ich ziehe um. Und für das braucht man dieses Fremdwort, dass sie vom Wald rausgezogen ist auf den lichteren Acker. Also sie hat ihr Genetik relativ schnell dann angepasst und wollte vielleicht immer mehr Licht haben. So sieht man, der Mensch ist auch nicht immer schlecht gewesen. Also er hat sicher durch diese menschliche Tätigkeit sehr, sehr viel beigetragen zur pflanzlichen Vielfalt in Europa, bin ich mir sicher. Nur momentan machen wir es umgekehrt. Ich war vor ein paar Tagen beim Gärtner meines Vertrauens, beim Spitzenpflanzenzüchter. Und der hat mir so beiläufig, der gibt immer so coole Informationen. Jetzt ist eine super, super Zeit zum Ansehen. Also wer Samen hat, jetzt vielleicht probieren. Eigentlich eh logisch, weil die Pflanzen, was ist mit vielen Pflanzen jetzt da? Die sind verblüht, machen Samen, sind reif, fallen am Boden. Dann wollen sie keimen, klar. Also ist durchaus ein Versuch wert jetzt um die Zeit. Aber bitte Saatkistel nie wegschmeißen, wenn sie nicht gleich keimen. Oft links dann über den Winter über und keimen dann erst nächstes Jahr. Das weißt du halt nie so recht. Eine zeige ich euch heute noch, dann machen wir Schluss, weil dann wird es finster. Deshalb suche ich mir noch ganz eine strahlend helle aus, nämlich die Färberkamille. Ist ganz eine andere Pflanze, aber auch eben ein Sonnenkind und auch nicht sehr langlebig. Aber sie versaut sich super. Ich habe es euch gesagt, es ist ein Sonnenkind. Kaum ist die Birken vor der Sonne, macht sie ihre Blüten zu. Ja, ist eine faule Pflanze scheinbar. Die will jetzt schlafen. Die kloppt die Blütchen zu. Da sieht man es noch schön. Sie ist wirklich sehr prächtig. Sie ist mir heuer auch wieder mal entlang der Straßen aufgefallen, wo man sonst, ja, bei uns zumindest selten sieht. Die wahrscheinlich ist meine Vermutung, ich glaube nicht, dass da jetzt am Grundstück, nein, sicher nicht. Nein, wer weiß, es Färberkamillen waren. Ich glaube, dass irgendwo dabei war in einer Pflanze, die ich gesetzt habe. Und nach ein paar Jahren, auf einmal ist da eine Färberkamille, jetzt ist das dritte Jahr schon da, also ganz so kurzlebig sind sie auch wieder nicht, wenn sie ertaugt, ist ein absoluter Trockenspezialist. Die kennt es richtig am trockensten Boden, vor allem wenn sie es aussetzt, tut sie die sofort etablieren. Wenn man setzt auch, nur dann müsst ihr es halt länger betreuen, bis die Wurzeln hat. Aber eine richtige Hammerpflanze, Oberhammer, da darf ich nicht passen. Die ist wirklich grandios. Nein, ist echt ein Traum. Und vermehrt sie über Samen sehr schnell, also nicht traurig sein, wenn sie dann wirklich einmal abstirbt. Sie hinterlässt ein reiches Erbe, wenn der Boden nur offen ist. Ich habe da unten noch ein Stück. Also wie gesagt, aha, lala, ein guter Zeitpunkt zum Aussahen. Viele von den Sachen sind ein Ameisenhaufen. Den habe ich jetzt niedertreten. Sind in unserem Webshop, müsste ziemlich sicher auch die Färberkamille drin sein. Ich kann ja fast nicht meine gehen, weil ich überall zwischengesetzt habe. Da die Prachtnelken, aber darum geht es jetzt nicht. Man sieht, sie machen schon wieder zu, das ist richtig ein schöner Schopf da geworden.
keine Ahnung. Ich glaube, der Wind hat es runtergeblasen. Bei uns haben wir heftige Westwinde. Und da hat sie sich dann entschlossen. Und das finde ich sowieso am geilsten, wenn die Pflanzen irgendwo einfach aufgehen, wo du eine einmal hast, auf einem ganz anderen Eck. Das gefällt mir, das mag ich. Es ist leiwand, wie der Wiener sagt. Es ist lässig, es ist dufte. Ich mag das einfach. Mir taugt es, die tut auch keiner anderen Pflanzen großartig weh. Eigentlich ein Pionier eher, muss man sagen. Und so richtig schottrige, wenn ihr eine Trockenmauer habt, was ganz schottrig oben ist, auch wieder für einen Topf geeignet, ohne weiteres. Und die ist eben auch ähnlich wie diese Glockenblumen gut für viele Wildbienen. Gibt es auch die Hundskamille, ist auch ähnlich. Beides Anthemis, Anthemis tinctoria. Übrigens, wie es genau geht, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht schreibt es mir eine, wenn wer Lust dazu hat. Es ist eine alte Färberpflanze, deswegen heißt es Färberkamille, weil man mit den Blüten früher Stoffe gefärbt hat. Aber ich habe es noch nicht gemacht, aber war sicher ein Versuch wert einmal. Und man sieht eh, dann muss ich wirklich Schluss machen. Dann reicht es. Jetzt wird es eh finster. Man sieht, die hat so ein grau-silbriges Laub ein bisschen, wenn man genauer schaut. Das ist immer, so gut wie immer, ein eindeutiges Indiz dafür. Ich mag sonnig, ich mag es heiß. Ich reflektiere die Sonne, dass man eben nicht zu heiß wird. Aus Schutz gegen große Hitze reflektieren diese Pflanzen mit der hellen Färbung und mit diesen weißen Härchen die Sonne und lassen eben die Hitze nicht so zu. Und deshalb können sie so Extremstandorte ganz gut aushalten. Da ist ja die Kamyn auch nebenbei. Es ist alles da. Übrigens, man muss natürlich erwähnen, weil ich es nie gesagt habe, es ist eine Trachtpflanze. Und eine Trachtpflanze will was in Massen gesetzt werden. Das war immer super, wenn ihr nicht nur eine habt. Oder fangt es an mit einer. Das ist ja das Nette einfach dran, dass man sie dann selber irgendwie spülen kann und über den Samen vermehren oder Wurzelausläufer. Da war ich eh schon beim Thema. War natürlich voll nett, wenn der eine oder andere sagt, das möchte ich probieren. Wir haben das meiste jetzt von den Sachen, die ich vorgestellt habe, müsste aus Pflanze drinnen sein, aber auch aus Same. Fühlt dann das ja sehr gern. Das merkt ihr, ich sage immer Same, ist das Dichterische. Wir haben es auch aus Samen drinnen im Shop und fühlt dann das sehr gern. Ansehen in einer Sodkistel, dann pikieren, ist auch voll einfach eine nette gärtnerische Tätigkeit, die mir auch mittlerweile sehr lieb geworden ist. Aber wer das, wenn das zu mühsam ist oder wer mit dem keine Erfahrung hat, kann es natürlich genauso setzen. Ich spreche schon wieder zu viel. Ich muss euch verlassen. Für alle, die eben selber gern diese Pflanzen vermehren, über das Saatgut, über den Samen. Unser Schwiegervater hat einige wieder gemacht, glücklicherweise im Shop drinnen, diese Papiertopfmacher, die Paper Bob Maker, aus echter Pinzgauer Zirbe, möchte ich dazu sagen. Nein, will er, dass ich dazu sage, kann man ja sagen, ist ja schon ganz cool. Das sind eben diese. Und nachdem wir das letzte Mal da, das ist nicht verkäuflich. Nein, das gehört mir, das hat mein Schwiegervater gemacht. Das ist unser Pikierhölzchen, das wir uns selber gemacht haben aus der Birken. Und das hat ihn dann inspiriert. Jetzt hat er dann so eigene Pikierhölzchen gemacht. Und dann kann man das mit solchen schönen Hölzern machen. Dann ist es irgendwie stylischer. Aber wer es natürlich urig macht, kann es ihn selber machen. Und so schauen diese Dinger aus. Da werden sie dann eingesetzt in den Topf. Ich setze jetzt gerade da einen Haufen aus. Das ist der Heilzist für die, die es gesehen haben vielleicht. Und das Lässige ist, mir taugt das wirklich, muss ich ehrlich sagen, weil die so schnell durchwurzeln, weil sie so kleine Topferln sind. Und dann machst du ein Loch und tust das mit dem Topf rein, fertig. Und dann kann es weiter wachsen. Also es ist echt genial. Und wir werden dann noch was probieren, weil da hat er uns noch auf eine super Idee gebracht. Aber das andere Mal. Das war es jetzt wirklich. Also, tschüssi! You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stop and stare.